So, hi und hallo mal wieder. Ich habe bei mir einen alten Schuhkarton gefunden und da ist Lego-Produkt drinne. Das muss ein altes sein. Könnt mir ja schreiben, wie alt es ist. Und zwar Lego Studio Jurassic Park mit der Nummer 1371. Jetzt brauche ich aber eure Hilfe, weil hier laut der Bauanleitung und der Beschreibung, wo ich natürlich schauen werde, ob das komplett noch ist, ist nur ein Dinosaurier abgebildet. Aber ich habe hier drinne eins, scheint ein Drache zu sein, zwei, drei, vier Stück, wo die zugehören. Ich baue es jetzt erstmal zusammen, schau mal, ob das Lego Studio Jurassic Park 1371 noch komplett ist. Also bis gleich. So, und das ganze Lego Set, Lego Studio Jurassic Park 1371, ist komplett. Die drei Einzelfiguren, der Hochstuhl mit dem Dreh, das Flugzeug und der Baum. Das Flugzeug wird ja hier eingehangen. Dann sieht das so aus. Und in den Set ist dieser Dino drinne. Dieser Graulicher. Ich hoffe, dass ihr den gut erkennen könnt. Ist dieser Dinosaurier eben dabei. Das alles gehört zusammen in das Lego Studio Jurassic Park 1371. Aber jetzt hatte ich noch weitere Dinosaurier da drinne, und zwar denselben in so leichten blaulichen Ton. Wer weiß, wo dieser hinkommt, welches Set das ist, möge mir gerne kommentieren. Dann ein T-Rex, einen schwarzen, auch Original Lego. Mit gelber Brust, wie ihr seht. Also, wo diese beiden hinkommen, möge mir auf jeden Fall jemand kommentieren. Ich weiß gar nicht, wo ich die mal zusammen besorgt habe. Vielleicht habe ich sie mir auch einzeln gekauft, aber sie passen ja dazu. Aber jetzt kommt ein Drache, ein richtig großer Lego-Drache. Der sieht richtig gut aus. Schöne breite Flügel. Original Lego-Teil. Wo dieser Drache hingehört, das möchte ich auf jeden Fall wissen. Wer es weiß, möge mir auf jeden Fall kommentieren. Der sieht auch richtig gut aus, wie ich finde. Also, das war wieder ein altes Lego-Produkt von mir, wo ich noch weitere Dinos, T-Rex und ein Drache drin hatte, wo ihr mir hoffentlich unten in die Kommentare schreibt, wo diese hinkommen. Also der T-Rex, der Drache und das zweite Dinolein in blaulichen Ton. So, und das war's nun. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einen kleinen Einblick in alten Lego-Produkt zeigen. War mal wieder interessant zusammenzubauen. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.